Die Handschuhe stramm gezogen, Kopf- und Mundschutz fixiert, das Herz schlägt schneller. Ab dem Läuten der Glocke ist alles Nebensache, bis auf den Gegner. Denn im Ring gibt es keine Freunde. Außerhalb sieht es allerdings ganz anders aus. Beim integrativen Boxturnier in Bendorf trafen sich vom Kind bis zum Erwachsenen, vom Amateur bis zum Profi Boxbegeisterte. In zwei Ringen gleichzeitig konnten sich die Sportler unter Beweis stellen. Eine Menge Organisation, die sich für Familie Horn, die Gründer des Boxclub Bendorf, allerdings zu lohnen scheint. Man bekommt eine große Freude, weil was kann besser sein, wenn man Zuschauer bekommt und auch alle Sportler. Alle kommen rechtzeitig und das ist das beste, wie soll ich das sagen, Geschenk, das man am Ende bekommt für ganze Arbeit, wenn Zuschauer sind da und auch Sportler. Dianas Mann, Ivan, war früher litauischer Meister im Boxen. Dank seiner Kontakte aus dieser Zeit durfte man sich in Bendorf sogar über internationalen Besuch freuen. Sportler aus Spanien, Russland, Luxemburg, England und Polen waren, neben nationalen Sportlern, im Ring zu beobachten. Das kann bei der Stadt doch nur gut ankommen. Also die Eheleute Horn haben hier diesen Boxclub gegründet, der relativ wenig Mitglieder noch hat, aber die Arbeit, die die machen, ist phänomenal. Gerade auch im Bereich Integration, viele Jugendliche mit, ich sag mal, ausländischen Wurzeln, die statt sich zu langweilen von der Straße geholt werden und dann eben ihre Kräfte auch messen können, aber eben nicht, indem sie sich prügeln, sondern unter sportlich fairen Bedingungen Fairplay lernen, Rücksicht nehmen lernen. Sich selber dann im Boxclub engagieren und das dient, glaube ich, der ganzen Gesellschaft und die Eheleute Horn machen dann eine hervorragende Jugendarbeit. Für alle, die sich mit dem Ablauf eines Boxkampfes nicht auskennen, hier ein ganz kurzer Crashkurs. Zwei Sportler befinden sich in gegenüberliegenden Ecken eines Ringes und treten gegeneinander in Runden an. Um den Ring herum sitzen drei Schiedsrichter, die den Kampf aufmerksam beobachten. Sie bewerten verschiedene Kriterien, ganz vorne stehen jedoch Taktik und saubere Treffer. Blindes Draufhauen, selbst wenn man dabei trifft, beeindruckt also wenig. Am Ende der Runde werden Punkte vergeben. Dabei bekommt der Sieger der Runde 10 Punkte, der Verlierer 9. Bei einem erlittenen Niederschlag in aller Regel 8, bei zwei Niederschlägen 7. Falls eine Runde unentschieden gewertet wird, erhalten beide Boxer 10 Punkte. Die Rundenanzahl ist turnierabhängig. Nach allen Runden werden die Punkte zusammengezählt und der Sieger verkündet. Boxen besteht also nicht aus simpler, roher Gewalt, sondern aus taktischen Schlägen und Regeln. Es kann einem viel fürs Leben geben, auch im Alltag. Viele sagen, der Box ist Gewalt und die schlagen, aber so ist das nicht. Boxen ist wirklich, ich mache das schon seit 2006 und wirklich, das ist wie Familie. Ich finde das toll, da die Kinder auch sowas von Straße kommen und sowas machen können, könnte ich jedem empfehlen. Komm zu einem Boxstudio und find raus, worum es eigentlich geht. Die Jungs trainieren Jahre am Stück, um auf dieses Level zu kommen. Es geht um Disziplin, Manieren und Respekt. Es nimmt die Aggression aus den Kindern heraus. Wir hatten Kinder in unserem Studio, die ein bisschen wild waren, ADHS hatten oder sonst irgendwas. Es richtet sie neu aus, bringt sie auf den richtigen Weg. Nicht nur im Boxen. Das integrative Boxturnier lief an sich erfolgreich, doch fiel ein kleiner Schatten auf das Event, der zurzeit die Runde macht: der Coronavirus. Estländische und holländische Sportler sagten aus Sorge vor dem Virus ab. Doch von dieser Angst wollten andere sich den Spaß definitiv nicht verderben lassen. Ich habe keine Angst. Ich habe mir alles zum Thema Coronavirus angehört und für mich wirkt es einfach wie eine schwerwiegende Grippe. Ich meine, die Grippe tötet Menschen. Wenn man schon älter ist oder nicht ganz gesund, dann ist man wahrscheinlich anfälliger. Aber wenn man gesund ist, dann nimmt man das Risiko auf sich und kommt trotzdem her. Und das haben wir gemacht. Uns geht's gut. Boxen ist eine Sportart, die Kindern und Jugendlichen viel fürs Leben mitgeben kann und gerade in Bendorf gepflegt wird. Für alle Interessierten, Familie Horn freut sich über jedes neue Gesicht. Vielleicht sieht man sie schon nächstes Jahr im Ring.